Boah, dauert das lange zu laufen. Warum kann der nicht rennen oder so? Ich meine, so richtig. Der joggt ja eher. Lalalala, alles easy, alles kein Problem. Wir wollen alle fröhlich miteinander leben. Denkt er sich so und im Hinterrücks schneidet er den die Herzen raus und... Was war das vorhin mit dem Straga? Ach, was ist das hier denn? Ach stimmt, das ist zusammengeschüttet. Wo er sich in den Kopf rein teleportiert hat und von innen dann die Stücke rausgeprügelt, also schon ein Bastard. Warte mal, hier. Ah, hier geht's weit. Was mache ich denn? Alter, C. Weißt du, ich drücke. Hier ist irgendwas. Ich drücke C. Ich drücke jetzt nur geradeaus. Jetzt macht das nicht. Jetzt drücke ich mal Alt. Jetzt komischerweise fliegt er nicht mehr runter. Manchmal hat er es aber, würde ich sagen. Ey, was ist denn hier los? Zack. So ein Ding mitgeben geht immer. Noch sind wir im Ascheland. Wir haben das Gebiet nicht gewechselt. Noch nicht. Ich glaube, sie wollen uns wieder kämpfen lassen. Okay, warte mal. Das ist immer noch See Ascheland. Mir was sehen? Boah, das ist eine ewig viele Erkunderei. Um es zu finden. Ich meine, rein theoretisch könnte ich ja nachgucken, aber es ist so... Ich weiß nicht. Ich will mich dazu zwingen, nicht drauf zu gucken. Uff, die... Ei, jetzt ist aber mal gut hier. Aber wenn wir hier noch länger suchen, dann bleibt uns nicht wirklich eine Wahl, würde ich sagen. Auch wenn das natürlich ein bisschen... Ja, gecheatet ist es ja schon irgendwie, wenn man es so sieht. Wir wissen, sobald wir das Ascheland verlassen, sind wir falsch. Also... Wie sind wir langgelaufen zum Boss, glaube ich? Das ist ein bisschen... weiß ich nicht. Das ist doch der Bossraum da hinten, oder? Sehe ich das richtig? Echt jetzt? Jetzt sind wir hier? Gott. Jetzt sind wir hier oben. Wisst ihr was? Ach ja. Ach ja. So. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Es ist direkt in dieser... Also ich habe ein bisschen weiter gelesen, ich gebe es zu. Es ist aber direkt irgendwo in dieser riesigen Fläche, die wir da hatten. Also es ist nicht irgendwie irgendein Gang, den wir lang rennen müssen, 1000 Jahre lang. Und irgendwas mit Nordosten stand da. Ich guck mal. Mehr habe ich tatsächlich nicht gelesen, also alle ruhig, meine Freunde. Ist das wirklich Wulgrims Stimme? Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Komm schon. Komm schon. Ich will reide. Also, Nordosten. Was gibt's im Nordosten? Das ist nicht Nordosten. Das ist Norden. Hier. Hier. Hier vielleicht? Hier? Oder hier? Irgendwo?
Wir folgen mal dem Ding hier. Hallo? Ich kann hier nichts machen. So. Vielleicht hier oben bei diesen zwei Dingern. Da sind wir letztes Mal rüber, da war einfach nichts. Das wundert mich ein bisschen. Ich habe gedacht, das wäre hier, aber... Hier gab's nichts. Komischerweise. Oh Gott. Hallo? Jetzt. Na. Es ist spät. Vielleicht merkt man das ein bisschen. Es ist 4 Uhr. Wir nehmen jetzt seit, ja, 4 Stunden auf ungefähr. Ich würde sagen, es ist bemerkbar geworden. Aber das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Ich will auf jeden Fall diese Rüstung noch holen. So, wir gucken jetzt nochmal genau. Hier gibt es hier irgendwas? Nein. Kann man nichts. Hier ist eine Alpha-Wand. Geil. Nice. Da sind ein paar Käfige. Können wir da. Ist da vielleicht irgendwas drin? Nö. Oh, guck mal hier. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Kann. Ist es die Möglichkeit? Oh mein Gott. Es ist ja noch besser, als ich es erwartet habe. Alter. Was ist das denn für ein Mal? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber, boah. Leck mich am Arsch. Vor allem, boah, das Gesicht ist einfach schwarz und die Augen glühen Gold. Die haben vorher weiß geglüht, ja. Was passiert, wenn wir jetzt das anziehen zusammen? Oh mein Gott. Krieg ist einfach der Beste. Guck, da sieht man noch, die Augen sind noch blau. Jetzt. Oh, das ist sehr, sehr geil. Ich bin absolut zufrieden, auch wenn wir beim letzten Stücken... Ich meine... Natürlich, wir haben die Komplettlösung in Anspruch genommen, um alle Teile zu finden, aber... Also wir haben im Prinzip ja nur die Gebiete rausgesucht, bei dem haben wir jetzt ein bisschen genauer hingeguckt, aber auch nicht komplett. Ich sag mal so, die meisten, außer vielleicht jetzt spezifisch das eine hier, obwohl das irgendwann auch dazu gekommen wäre, vielleicht hätten wir auch ohne die Komplettlösung gefunden, weil die ja mehr oder weniger... auf unserem Weg lagen, alle. Daher... ist es... Ich sehe es nicht ganz als gecheatet an, aber schon als... Ich sag mal, wir haben eine Hilfestellung genutzt. Wir haben die Komplettlösung nicht gelesen, wir haben sie als Hilfestellung benutzt. Doch, das könnte man sagen. Oh, es sieht so episch aus. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Schwert und dann sind wir der Shit. So, wir müssen jetzt erstmal zurück zu Ulgirem. Wo ist denn der Pisskopf? Der war da oben irgendwo drin, ne? Wie viel sind... das sind nicht so viele. Hä? Ach so. Man sollte vielleicht auch mal auf die Karte gucken. Würde helfen, habe ich gehört. Wir gehen schon mal... Hier ist noch ein nicht erkundetes Gebiet, was mich ein bisschen wundert. Aber wir gehen erstmal zurück zur Kreuzung. Obwohl, nee, wir gehen erstmal hier hin. Und dann gehen wir rüber. Ich kann gar nicht aufhören, da hinzustarren.
Ich habe hier erwartet, so ein, zwei Teile ein bisschen an der normalen Rüstung verändert. Vielleicht ein bisschen abgeänderter Skin, ein bisschen dunkler. Aber ich muss sagen, was ist denn das hier jetzt eigentlich? Wo kommen wir denn? Ah, das ist eine Kiste. Bekommen wir was dafür? Ein Zornkern. Sehr nett. Nice. Okay. Wir haben unseren Typen auf jeden Fall schon ordentlich aufgepowert. Ich würde sagen, er ist bereit für den Zerstörer. Wenn sogar Samael das glaubt, und Uri, doch Uriel war es, uns persönlich, sag ich mal, zu einem Deathmatch herausfordert, wo sie weiß, dass nur einer überleben kann. Alter Maul. Ich würde gern zu diesem einen Punkt hinkommen, wenigstens, der uns noch fehlt. Dieses eine Gebiet, was nicht erkundet ist, quasi. Das ist Ambosfurt. Aus Ambosfurt ging es hier heraus. Ich kann mal gucken. Irgendwo hier. Aber warte mal. Vielleicht, weil hier sind wir ja letztes Mal angekommen, aber das ist nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen ja so ein bisschen nach rechts. Sprich nach Osten. Und Osten wäre dann eher so in diese Richtung. Na, ich gehe mal nach da hinten. Nein, nein, nein. Alles klar. Aber Moment, die Minen, da waren wir doch schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor hier gerade. Vielleicht. Es ist doch nichts Neues. Ach ja. Die brauchen immer noch zwei Schläge. Alles gut. Solange unsere Unterwasserfreunde hier gut versorgt sind, sind wir glücklich. Guck mal einer an. Hier waren wir noch nicht. Können wir gleich mal reingehen, aber was ist hier? Eine Kiste. Ist das alles? Ah, so eine Kiste. Nice. Einer fehlt noch, dann haben wir noch eins. Sechs Stück. Okay. Wir laufen immer noch nach Osten. Neues Gebiet? Moment, wir sind jetzt... Wo ist denn der überschwemmte Pass? Warum sehe ich nicht, wo wir sind? Warum kann ich hier nicht gucken? Was? Oder haben wir beim überschwemmten Pass einfach die Position nie mitgenommen? Ist ja gut zu wissen. Alter. Stopp. Jetzt muss man hier ein bisschen... Irgendwo muss es doch wohl... Ah, da hinten sehe ich was.
Dann kommen Sie mal her, du. Nur für dich. Alter, komm mal klar. Ja, alles okay. Komm, gib mir dein anderes Horn auch noch. Oh, und dann bin ich zufrieden. Mit Sequenz. Immer wenn diese Balken... Also, wenn ihr euch fragt, immer warum manchmal hier so Balken sind. Das ist, wenn ich den Fokus aktiviere, quasi auf... Na? Ist klar. So, das haben wir als... Das ist das, was wir als allererstes, glaube ich, gesehen haben. Wir gucken mal, ob wir da Vulgrim irgendwas machen können. Ich glaube, das war das Einzige, was uns noch gefehlt hat. An Positionen. Habe ich das denn gesehen gerade? Okay, da drüben, das holen wir uns da erstmal. Das ist ein Lebenstein. Nice. Ja. Komm hier. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sei gegrüßt. Kann ich da irgendwie hin? Oder kommt man da hin? Ich kann irgendwie jetzt nicht anders. Ich muss das jetzt machen. Boah, das ist ein Fluch. Na gut, wir machen dieses eine Gebiet noch und dann ist fertig. Es ist jetzt kurz noch viel. Ich muss mal hier Energie aufladen. Ich glaube, es gibt ein weiteres Zornstück jetzt, oder? Jawohl. Nein. Können wir da... nee. Fuck. Ich höre sie, wie sie uns verfolgen. Die Viecher da unter Wasser. Geh weg, geh weg. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber die machen ja keinen Schaden. Können ja nichts. Lappe sind es. Och komm. Hä? Was? Hä? Was genau war das jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Mir ist auch geil, dass man hier einfach nicht hochkommt durch normales Laufen. Okay, also. Gib mir das. Huh. Sehr schön. Der ist jetzt in der richtigen Welt und wir haben noch drei Dinger zu finden. Boah, aber wir machen es mal ganz kurz und ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Aufnahme oder für diese Folge oder beides. Wer weiß. Also für diese Aufnahme auf jeden Fall. Eventuell auch für diese Folge, je nachdem, wie es vom Schneiden her hinkommt. Und in diesem Sinne, viel Glück. Viel Spaß euch noch und ach, das war eine Reise heute. Viel Rumgerage, viel gute Sachen. Wir haben die krasseste Rüstung, die es überhaupt gibt auf der Welt und oh Gott, ich bin durch. Absolut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück bei Darksiders. Wir haben, ich muss gerade mal überlegen,
in der letzten Folge oder ich weiß nicht, ob es noch die letzte Folge war oder vielleicht ist es immer noch dieselbe Folge, haben wir die Abgrundrüstung gefunden, ja. Wir haben alle 10 Teile geholt, beim letzten Teil haben wir ein bisschen geschummelt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass wir es irgendwie trotzdem auch so gefunden hätten, also es ist jetzt nicht hergecheatet, es war eine Hilfestellung. Wir sind gerade dabei, die... Ich habe hier eben so ein bisschen am Mischpult rumgedreht und jetzt bin ich nicht sicher, ob es lauter oder leiser ist. Müsste aber ungefähr genauso sein. Wir waren dabei, die Bruchstücke von diesem Engelsschwert zu sammeln. Und wir haben noch 3 Stück. Eins war hier. Im überschwemmten Pass. Hier sind da noch 2 Kisten. Die können wir uns gerade mal holen. Denn wir brauchen für dieses Schwert... Dieses Schwert brauchen wir, um gegen den Zerstörer zu kämpfen. Der ja gleichzeitig Abaddon ist, beziehungsweise der Abaddon wurde zum Zerstörer. Mithilfe einer Frau. Es war nur eine Frauenstimme zu hören, nichts zu sehen. Und... Huch. Was war... Hä? Ach. Ja, ja, die kennen wir ja noch. Hey. Hallo. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Ich hätte gerne... Was auch immer dort oben ist. Eben war es das Zeichen von dem Relikt. Jetzt ist es eine Truhe. Hä, waren wir hier? Haben wir da oben nicht das Bruchstück geholt? Momentchen mal bitte, ja. Hallo? Ach, die Geschichte. Kann ich mich jetzt hier eigentlich so... Nee, das ist wieder so ein... Oh Gott. Da ist es. Ist es da schon wieder oder immer noch? Wollen wir das jetzt einfach nochmal mitnehmen? Das haben wir aber schon mal geholt. Ne, wir können es einfach mitnehmen. Und wo genau ist jetzt hier die... Die Truhe? Ich sehe da keine. Die muss unter uns sein irgendwo. Hm. Noch weiter? Tiefer, tiefer, immer tiefer. Da ist ein Relikt. Das ist aber keine Truhe. Jetzt ist es ein Relikt. Das ist merkwürdig. Hä? Wie komme ich denn hier überhaupt rein? Hammer. So, hier, dann einmal hier. Nee, das ist ein Relikt. Das ist... Es war... Oder habe ich... Nee, Moment. Es war doch ein... Es war doch ein Truhen... Oh, hier, diese geile Textur. Es war doch ein Truhensymbol. Oder habe ich... Ich mich da verguckt gerade. Hey, es ist... Bin mir nicht genau sicher, was ich jetzt davon halten soll. Ist da noch eine Truhe drin, oder was? Wie darf ich das verstehen? Da oben war definitiv keine mehr und unten auch nicht. Da können wir keine Truhen öffnen. Wir können mal versuchen, ganz unten reinzugucken, ob da vielleicht was ist. Ne, aber hier verschwindet das Teil ja. Hm. Naja, ich weiß ja nicht. Das klingt mir etwas suspekt. Wie kommen wir denn... Da hoch. Wie war denn das? Können wir da was machen? Geht das? Oh, Moment. War das jetzt? Nee. Ich finde noch eine. Sorry. Nee, das geht nicht. Schade. Schade, schade. Das ist aber eine Höhle. Wenn... Ich glaube, in der Höhle waren wir noch nicht. Oder vielleicht doch. Wenn es hier mal was gab.